Über 100.000 Menschen haben in Frankreich gegen die Corona-Politik der Regierung und speziell gegen Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Allein in Paris gingen 18.000 Menschen auf die Straße. Im Fokus der Proteste stehen geplante drastische Einschränkungen für Ungeimpfte. Florian Philippot von der rechtsextremen Partei Les Patriotes meint, die Franzosen erheben sich. Sie lassen sich nicht mehr von dem Idioten beleidigen, der an der Macht ist. Eine junge Frau sagt, sie sei für ihre ungeimpften Freunde hier. Geimpft oder nicht, wir sind alle gleich. In Österreich haben erneut Zehntausende gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. In Wien beteiligten sich nach Schätzungen der Polizei am Samstag rund 40.000 Menschen an einem Protestmarsch. Es gab einzelne Festnahmen. Die Demonstranten wandten sich unter anderem gegen die geplante Corona-Impfpflicht, die ab Februar gelten soll.